Hast du einen Zentimeter abgezogen? Nee, machen wir dann. Liebe Grüße aus Cottbus und zwar zum Lehrling des Monats im August und ich bin angekommen bei wem? Ich bin Johannes, 34 Jahre alt und ich lerne den Beruf des Parkettlegers. Yeah! Wir haben zusammen Abi gemacht und jetzt frage ich mich, warum machst du denn jetzt erst eine Ausbildung, Mensch? Ja, vorneweg habe ich zuerst mal natürlich studiert und danach war ich lange tätig als Bauernprojektleiter bei der Deutschen Bahn und dann war es irgendwann akut die Fragestellung, wie geht es mit dem elterlichen Betrieb weiter? Fiel die Entscheidung einfach zu sagen, ja, ich mache das tatsächlich im elterlichen Betrieb oder hast du dann schon noch ein bisschen gebraucht? Das war ein langer Prozess. Ich muss dazu sagen, mein Vater hat bestimmt so 2-3 Mal so richtig angesetzt und man konnte es sich damals nicht so richtig vorstellen. Man war, sag ich mal, in einer Festanstellung, alles war ganz, also das Leben lief halt so. Das ist ja schon, sag ich mal, ein starker Bruch, weil wir mussten umziehen, ne, aus Dresden nach Cottbus, ganz klar. Das ist auch ein ganz anderer Alltag dann, der aber Spaß macht. Und heute, Lehrling des Monats, Mensch, freust du dich über diese Auszeichnung? Natürlich, das ist eine schöne Anerkennung, sag ich mal, auch für junge Leute, die den Schritt ins Handwerk wagen, dann, sag ich mal, so eine Bühne geboten zu bekommen und ja, wertgeschätzt zu werden. Das ist ja, darum geht es ja uns allen eigentlich, wertschätzt. Parkettleger ist anscheinend nicht mehr ganz so der Mainstream-Beruf. Parkettleger ist relativ selten, in unseren Breiten zumindest. Da, sage ich mal, wo viel noch mit Holz gebaut wird, wo es auch viele Tischler gibt, da ist Parkettleger wesentlich häufiger. Das ist meist so in Bayern, Baden-Württemberg. Aber bei uns tatsächlich, in vielleicht auch den alten ostdeutschen Bundesländern ist, sag ich mal, der Parkettboom auch an sich relativ selten. Also nicht so oft wie vielleicht in Westdeutschland. So, jetzt sag mir mal, wann du früh aufstehst. 5.30 Uhr klingelt der Wecker und um 6.30 Uhr ist dann hier Beginn in der Firma, wo dann die Leute eingeteilt werden, wer welche Baustelle bekommt. Ja, dann werden Autos vorgefahren, werden die Sachen eingepackt, die man braucht und dann geht's los in die Schlacht. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal fertig und dann packen wir hier mal an. Hast du einen Zentimeter abgezogen? Nee, machen wir dann. Super. Warum hat irgendwie ein falsches Stück gesägt? Wir haben nicht das Passstück hier rausgesägt. War ein Scherz. Ich dachte schon, nein. So, genau. Und jetzt hast du gesagt, das war noch nicht alles. Genau. Man müsste erstmal den Kleber jetzt hart werden lassen, bevor man mit der Schleifmaschine raufgeht. Und dann muss die Oberfläche komplett abgeschliffen werden, mehrmals, weil man, wie gesagt, eine bestimmte Körnungsreihenfolge beachten muss. Dann wird gekittet. Dann muss der Kitt natürlich auch wieder abgeschliffen werden, bis man dann, sag ich mal, mit dem Schleifbild zufrieden ist. Dann kommt eine Grundierung auf fürs Holz, wenn man es lackieren möchte. Und dann der Lack und dann sieht es irgendwann so aus wie dort vorne, der Bereich. Also das heißt schon, dass es immer wieder mit Arbeiten, Warten genau verbunden ist. Es ist dann teilweise, wenn man die zweite oder dritte Lackschicht dann aufbringt, ist es wirklich nur, man fährt zur Baustelle hin, schleift nochmal kurz an, macht den Lack drauf und fährt wieder. Das ist dann, je nachdem wie groß halt die Räumlichkeiten sind, dann manchmal auch nur eine Sache von einer Stunde. Dann geht's zur nächsten Baustelle. Das heißt, ihr habt auf jeden Fall Bereich Privatkunden, aber auch Großkunden, Kommunen, weiß ich nicht. Genau. Also wir arbeiten teilweise für die öffentliche Hand, ja, also für in Schulen, in Kitas. Dann machen wir viel für die BDU, Cottbus-Senftenberg. Gerade machen wir zum Beispiel einen Hörsaal neu hier im Audimax. Cool. Und ja, private Kunden natürlich auch. Hier sehe ich ganz viel PVC, ne? Das ist genau. Linoleum,
Das ist hier 100% Bio. Viele Sachen, Nadelfilz, der Klassiker. Der Kautschuk, sehr widerstandsfähig und wird gerade bei Schulen halt gerne angewendet. Für dich geht's, du hast es schon angesprochen, weiter. Du willst auf jeden Fall den Meister machen. Genau. Und dann anstreben tatsächlich die Übernahme deines Dads. Das ist das Ziel, genau. Damit mein Vater dann irgendwann mal mit paar 60 in den Ruhestand gehen kann. Aber ich brauche halt, oder ich brauche nicht zwingend, aber ich möchte gern den Meistertitel haben. Und solange meine Eltern noch da sind, ist es ja perfekt. Da kann ich mich auf die Schule, sage ich mal, konzentrieren oder auf die Meisterschule. Und meine Eltern können solange noch hier die Fahne hochhalten. Auftragslage, sagst du, ist stabil gut? Ja, wieder erwarten, weil natürlich das Baugeschäft allgemein so ein bisschen gerade wegen der Zinslage oder Energiekosten den Einbruch hat. Aber wir sind noch sehr zufrieden eigentlich mit der Lage. Ich frage ja immer in diesem Format als letztes, wenn du Jugendlichen empfehlen kannst, so wie wir damals im Abi, die noch nicht so richtig wissen, wohin mit sich, was ist das Beste, was man eigentlich tun sollte? Ferienarbeit, Praktikum, weil im besten Falle ist es ja das, was man sein Leben lang dann macht und da möchte man schon sich, sag ich mal, vorneweg ein gutes Bild machen, ob es dann wirklich die Ausbildung sein soll. Also reinschnuppern, das ist wirklich das A und O. Dann, Handwerk ist geil, weil man mit echten Werkstoffen zu tun hat und am Ende des Tages genau weiß, was man geschafft hat. Ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute, viel Erfolg und das ist Cottbus und die Lausitz. Hier sieht man sich immer wieder. Johnny, vielen Dank. Geil. Danke.